Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Hörgenuss des Monats. Heute ist der letzte Donnerstag im Monat und wie gewohnt gibt es von uns Mädels vom Hörgenuss heute eine Palette an wunderbaren, ja, Hörgenüssen. Das waren ganz schön viele Genüsse in einem Satz. Ja, bei mir gab es im letzten Monat ja keinen wegen der Sommerpause, aber die Mädels haben euch natürlich weiterhin versorgt und auch heute ist die Abo-Liste bestimmt bei dem einen oder anderen von euch voll. Ihr findet alle Mädels zum Hörgenuss unten in der Infobox und auch die Playlist. Schaut da gerne mal vorbei. Und wir stellen euch ja in der Regel Hörbücher vor, Hörspiele vor. Es sind natürlich nicht immer nur Hörbuchtipps, sondern in der Regel natürlich auch Buchtipps für alle, die nicht so gerne hören, sondern lieber lesen, ist das natürlich auch immer was. Es gibt ab und an auch mal einen Podcast-Tipp. Ich habe heute etwas ganz anderes und habe lange überlegt, ob ich das als Hörgenuss gelten lasse. Bin aber der Meinung, da es ein Hörgenuss für mich ist, möchte ich das einfach mit euch teilen. Und zwar geht es um einen YouTube-Kanal. Und zwar heißt der Ambient Worlds und diesen Kanal gibt es seit 2017. Und auf diesem YouTube-Kanal finden sich im Grunde ASMR-Rooms. Wer sich jetzt fragt, was das denn ist, muss ich ehrlich gestehen, ich bin da nicht so in dieser Szene drin, wo man verschiedenste Geräusche am Mikro macht, drauf rumkratzt, Plastik zerknüllt. Das ist tatsächlich nicht so richtig meins und wer sich da ein bisschen abgeschreckt fühlt, das kann ich absolut nachvollziehen, wenn ich ehrlich bin. Hier haben wir aber einen YouTube-Kanal, der ganz wunderbare Settings herstellt und ganz wunderbare, entspannte, ruhige, atmosphärische Musik- und Geräuschkulissen dahinter legt. Es gibt zum Beispiel in der Kategorie Pure Nature, da sitzen wir in einem Wald oder an einem Wasserfall, an einem Fluss und haben diese klassischen Naturgeräusche. Es gibt zu verschiedensten Filmen und Serien Musik. Es gibt verschiedenste Ländereien von Game of Thrones oder von Herr der Ringe. Wir sitzen dann im Grunde im Auenland und können unsere Pfeife imaginär rauchen, hören verschiedenste Geräusche, die man sich eben vorstellt, dass man sie im Auenland oder ja natürlich irgendwo in der großen Game of Thrones Welt sozusagen hört. Besonders angetan, und da kommen wir dann jetzt natürlich so ein bisschen auch in diese Bücherriege, haben es mir die Räumlichkeiten um Hogwarts. Wir sind in den verschiedensten Hausgruppenräumen. Wir können am Gryffindor-Feuer sitzen, wir können im Ravenclaw-Turm hören, wie andere Studenten um uns herum lernen und tuscheln und mal aufstehen, Tür geht. Wir können überall dabei sein, wir können in Hogsmeade sein, es regnet, es schneit, es ist weihnachtlich, es ist sommerlich. Es gibt unfassbar viele Varianten und besonders diese Filmbuchkulissen haben es mir sehr, sehr angetan. Jetzt fragt ihr euch ja, Steffi, wann hörst du dir denn sowas an? Tatsächlich sehr, sehr gerne beim Lesen. Ich mache mir das super gerne über meinen Chromecast am Fernsehen an, werfe dann immer mal ein Bild hin, es lenkt mich aber nicht ab und mache dann nebenbei diese wunderbare Geräuschkulisse. Auch sehr zu empfehlen, wenn man zum Beispiel im Homeoffice ist und man sich da so ein bisschen einsam in mancher Stunde fühlt oder einfach sagt, ja, das ist mir irgendwie zu ruhig. Mich stört Ruhe insofern eigentlich nicht, aber ab und an habe ich so ein bisschen Sehnsucht nach Geräuschkulisse und dann höre ich mir sowas super gerne an. Und neben diesen ja, wunderbaren Buch- und auch Filmkulissen, die man hat, die ich wirklich ganz, ganz toll animiert finde, also wirklich gestaltet ist, finde ich auch diese Geräusche dahinter richtig toll. Sie sind nicht aufdringlich, es ist nichts im Vordergrund, sondern man kann sich wirklich auf das konzentrieren, was man macht, also entweder arbeiten oder eben lesen, natürlich auch putzen gegebenenfalls, nebenbei kann man natürlich gefühlt immer. Oder ich weiß auch, dass es so mancher so ein bisschen zum Einschlafen nutzt, das finde ich auch super, super schön. Und es holt einen auch gefühlt richtig runter und man ist so im Jetzt, hat aber eben so eine ganz sanfte Unterstützung zu diesem achtsamen Lesen oder was man da eben gerade tut, beim Puzzeln, beim Arbeiten. Man könnte es ja theoretisch sogar beim Computerspiele zocken hören. Also das, ja, das sind die Möglichkeiten natürlich grenzenlos. Und besonders diese Filmkulissen haben es mir sehr, sehr angetan, weil natürlich ab und an auch so das Gefühl dieser Filmmusik mit eingestreut wird und man eben einfach so das Gefühl hat, man ist
jetzt zum Beispiel im Auenland, und das ist ja so mein Place to be, wenn man möchte, wenn es um die Buchwelt geht, oder wir sitzen in Hogsmeade bei einem Butterbier. Also es ist auch so fantasieanregend und ich finde diesen Kanal einfach großartig und mag neben diesen Filmkulissen eben auch dieses Pure Nature super gerne, dass man an einem Fluss sitzt, dass man Vögel zwitschern hört. Natürlich kann man jederzeit in die richtige eigene Natur gehen, aber das kann man eben ja nicht immer. Irgendwann jetzt demnächst kommt dann auch der Winter. Das war es dann so ein bisschen mit dem Vögelgezwitscher. Und auch sehr schön ist die Kategorie Best Relaxation. Das finde ich auch super atmosphärisch und sehr entspannend. Und man merkt wirklich, wie man irgendwie im Hier und Jetzt ankommt. Und das klingt natürlich viel, ja, spiritueller als es ist. Aber man merkt richtig, wie man entspannt und wie man dabei so ein bisschen, ja, einfach wieder zu sich kommt. Und ich mag diesen Kanal seit einigen Monaten super, super gerne und dachte eben in Verbindung, weil ich es auch beim Lesen einfach mit anhöre, dass das auch einfach vielleicht für den einen oder anderen von euch ein Tipp ist. Ich packe euch den YouTube-Kanal natürlich unten in die Infobox, wenn euch so ein bisschen Hintergrund, Ideen, Gedanken, Geräusche, atmosphärische Musik interessieren, schaut da unbedingt mal vorbei und lasst euch vielleicht beim Lesen so ein bisschen in das Feeling vom Mittelerde oder natürlich auch Westeros oder ja, Hogwarts entführen und genießt die Zeit dann im Grunde dort. Es sind auch immer sehr lange Videos, die mindestens immer so eine Stunde gehen bis zwei. Also man muss da auch nicht ständig so den Fokus drauf haben, oh, jetzt ist es alle 10 Minuten aus, sondern man hat hier wirklich lange etwas. Und es ist auch immer ganz schön, wenn man gerade sagt, so, jetzt setze ich mich hin und will eine Stunde lesen und habe natürlich genau diese Musik, die eine Stunde dauert, dann muss man im Grunde auch gar nicht die Uhr oder so im Blick haben, sondern weiß anhand, wann die Musik endet. Jetzt ist die Stunde rum. Ein kleiner, großer Hörgenuss-Tipp von mir an euch und ich hoffe, ihr schaut da einfach mal vorbei und fühlt euch dort vielleicht mit der Musik und den atmosphärischen Bildern genauso wohl wie ich. Und jetzt bin ich super neugierig, was die anderen Mädels für Hörgenüsse haben und für Videos gezaubert haben. Ich schaue jetzt auf jeden Fall in meine Abo-Liste. Ihr findet alle, wie gesagt, unten in der Infobox. Schaut gerne vorbei. Und vielleicht habt ihr ja auch Hörgenuss-Empfehlungen der letzten Wochen. Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren und auch, ob ihr diese Art Videos vielleicht schon kennt, selbst schaut, andere Kanäle zur Empfehlung habt, lasst mich das gerne wissen, lasst uns in den Kommentaren drüber quatschen, würde ich mich sehr, sehr freuen. Und ich danke euch jetzt fürs Zusehen, wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und bis zum nächsten Video. Macht's gut, tschüss, eure Steffi.